Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der UV-Video-Wochenschau. Landunter hieß es am Donnerstag in Lohne. Nach einem Wolkenbruch waren 100 Einsatzkräfte vor Ort. Die Feuerwehren aus Südlohne und Brockdorf mussten zur Unterstützung nachrücken. Die ehemalige Fleischerei Bartneck in der großen Straße in Vechta wird abgerissen. Der Hauseigentümer ist im Rechtsstreit mit einem Nachbarn. Dieser soll das alte Haus durch die Arbeiten an seinem eigenen Neubau schwer beschädigt haben. Und wenn nicht gerade wieder ein Wolkenbruch ist und wir in Zukunft wieder mehr Zeit in der Natur verbringen, dann sollten wir auf diese kleinen Tierchen gut achten. Das Gesundheitsamt mahnt nämlich auch bei uns zur Vorsicht bei Zecken. Der Landkreis könnte zum Risikogebiet für Borreliose werden. Weitere Infos zu diesen Themen findet ihr am Freitag in der UV. Relaxen bei Kaffee, Tee oder Milchkaffee oder wie ich heute ein Cappuccino, das könnt ihr auch. Und immer informiert sein, das könnt ihr auch mit der UV-App und unserer speziellen Abend-App-Funktion. Und wie das funktioniert, wie ihr früher informiert sein könnt als eure Freunde oder Nachbarn, das zeige ich euch jetzt. Wählt einfach die UV-App auf eurem Smartphone aus. Hier seht ihr jetzt auf der ersten Seite eure aktuellen Ausgaben, unsere Tageszeitung. Und natürlich auch die UV am Sonntag und all unsere Magazine, zum Beispiel die Lokalhelden oder Promenade. Und hier unten, wo bei mir eine 6 steht, das ist sie, unsere Vorabendfunktion. Ab 19 Uhr bekommt ihr hier die wichtigsten Themen des Tages bereits in voller Länge. Und wer jetzt Lust hat, alles mal auszutesten, gar kein Problem, kostenlos registrieren unter www.uv-digital.de. Wer am Wochenende Lust zu feiern hat. Am Samstag gibt es die Good Vibrations Party auf dem ehemaligen Gelände vom Betonwerk Vogt in der Fördener Straße in Damme. Los geht es um 20 Uhr. Und wer es noch nicht zur Freilichtbühne in Lohne geschafft hat, am Sonntag um 16 Uhr gibt es eine weitere Vorstellung vom Stück Herr der Diebe. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und freue mich auf die nächste Wochenschau.